ich habe jetzt lange auch organisiert, das Bruch Weihnachten. Jetzt das erste Jahr nicht. Die, die es jetzt frisch machen, machen jetzt super. Wir haben uns zeitweise geärgert, wo wir das alles organisiert haben. Aber zeitweise haben wir uns auch wahnsinnig Freude darüber. Und wenn wir jetzt mit dem Tuk-Tuk fahren und die Läden sehen, wo Kinder am Schnitzen sind, Leute am Filmen sind, Kunden in Läden reinlaufen, trotz dem garstigen Wetter für uns, muss ich sagen, irgendetwas haben wir vielleicht gleich gut gemacht. Ich muss ehrlich sagen, das ganze Bruch-Weihnachten-Team hat das super toll gemacht. Es ist eine super schöne Stimmung, also vom ersten Moment an. Da, schau da rein. Ah, dort hinein schauen. Ja. Also, siehst du denn nicht? Hallo miteinander. Zwellack, du Grünschnabel. Also es macht auch riesig Spass, die Leute rumzufahren durch den Bruch Weihnachten. Haben alle immer Freude, es kommt immer ein bisschen Musik. Und viele Leute sind wirklich überrascht, was sie alles sehen im Quartier. Es gibt einfach viel zu wenig Leute, die wissen, dass es das noch geht und ich nutze den Anlass, mich zu präsentieren. Es ist eine Bereicherung für uns alle, weil man hier noch Zeug ausprobieren kann und wie viele kreative Leute hier ihr Geschäft aufbauen können. Es ist also der Anfang der Weihnachtszeit. Da. Ja. Bis jetzt habe ich mich gesträubt dagegen, aber ich glaube, heute lohne ich mich darauf ein. Also das Bruchquartier ist das tollste Quartier. Da hat es einfach ganz tolle Leute. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, es ist ein guter Zusammenhalt. Und wir haben Quartierbeiz und so habe ich dort die Menschen kennengelernt und ich finde es toll. Die Hemmschwelle finde ich immer so gross. Oder? Man träumt fast nicht, irgendwo hinzugehen. Weil irgendwie, es ist ja auch mehr da so Zeit. Ja. Also, du läufst im Alltag irgendwo durch und heute kommst du an Bruchweihnachten und ja. Dann nimmst du dir Zeit und dann gehst du schauen. Und wenn man eben schon lange da ist, es kennt sich jeder, es ist wie ein Dörfli. Man schweisst ein bisschen zusammen und wir lernen einander so kennen. Ich finde das Bruchquartier natürlich auch super, weil ich schon so lange hier wohne und einfach auch ganz viele Leute kenne. Und natürlich mit der Kneipe haben wir eine Stube aufgetan, wo jetzt das Quartier sich trifft. Ich finde, Bruchweihnachten braucht es. Braucht es, ja. Wir sind voll dabei. Ja. Es war eine wunderbare Bruchweihnacht mit ganz wunderbaren Leuten. Und ich danke an dieser Stelle allen denen, die so dermassen viel aufopfernd gearbeitet haben, damit das möglich war. Herzlichen Dank. Ist gut. Ist das gut? Ja.